Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4. Heute mal in VR, mal testen, wie das Ganze so in VR ist. Und ihr könnt dabei sein. Ich habe schon ein bisschen gespielt, bzw. mich eingespielt. Das heißt, ich kenne die Steuerung schon ganz gut. Und jetzt ist hier natürlich die Frage, huch, ist ja lustig, kann ich übereinander stapeln. Das ist natürlich hier die Frage, wollen wir das weiterhin normal spielen, wie ich vorher auch mit Controller, normaler Bildschirm, oder soll ich in VR spielen? Guckt euch die Folge erstmal an und dann könnt ihr entscheiden, nein, Zero, nein, zugucken ist richtig scheiße in VR oder zugucken in VR macht auch Spaß. Spiel ruhig in VR weiter. Aber ich finde das lustig, dass ich fühle mich ehrlich gesagt mitten im Spiel. Wir sind immer noch im Hardcore-Modus, es hat sich nichts geändert, außer dass es noch schwerer geworden ist für mich jetzt irgendwas zu treffen. Aber ich kann gerne hier mal für euch mal sterben. Ach ja, meine Infektion, stimmt. Das ist jetzt meine Waffe. Ich habe die Mods wieder installiert, ne? Das heißt, alles ist in Ordnung. Bin ich noch hier? Ja, okay. Ich bin sehr hartnäckig. Und was? Du hast meine wer labert da? Das rede ich doch nicht. So, die Modwaffen, da kann ich das Visier leider nicht benutzen. Nicht so wie zum Beispiel hier bei den normalen Waffen. Nein, das ist nicht die normale Waffe. Ja. Die normale Fallout 4 Waffe mit einem Visier, da kann man die Visiere auch wirklich benutzen. Weiß ich, wackel rum. Bin ein nervöser Mensch. Aber für nervöse Menschen wie mich, die rumwackeln, gibt es ja den Watz-Modus. Und guckt euch das an, ich kann mich hier. Ja gut, so krass frei kann ich mich nicht bewegen, aber ich kann mich bewegen. Aber es kostet natürlich auch AP, sich zu bewegen. Jetzt muss ich mal kurz meine AP regenerieren. Meine Nase juckt, oh Gott. So, und das Tolle im Watz-Modus ist einfach, nehmen wir jetzt den hier zum Beispiel. Ich gehe in den Watz-Modus, alles ist natürlich langsamer außer ich und ich kann frei einfach, boom, 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 boom. Hätte ich jetzt Munition, wäre das natürlich noch eine Nummer geiler. Aber nur mal so als Beispiel. Kann mich hier jetzt einmal töten? Danke. Tschüss, Waffe. Also ich finde es schon lustig. Ich finde es schon lustig, muss ich sagen. Außerdem ist hier der Ladebildschirm auch cool. Für mich sieht das alles wirklich 3D aus. Und ja, ist im Großen und Ganzen ganz cool. Hat natürlich auch so seine Nachteile. Der Baumodus ist voll für den Arsch. Den kannst du nicht machen. Wenn wir uns jetzt entscheiden, im VR-Modus weiterzuspielen, werde ich für Baufolgen immer noch normal spielen. Vor allem habe ich hier auch das Build in Red nicht drin. Das heißt, einige Mods kann man hier nicht installieren. Es sind Mods, die über den Fallout 4 SE laufen. Und, oh Gott, die. Irgendwas juckt hier. Nicht in meiner Nase, sondern auf dem Headset. So. Mods, die über Fallout 4 SE laufen, funktionieren nicht, weil du es nicht installieren kannst. Oh, naja. Muss man sich gewöhnen. Dass man immer umbaut. Hallo, ich suche einen Arzt. Haben wir hier irgendwo einen Arzt? Oh Gott, irgendwas. So, hör auf zu kitzeln. Wo finde ich denn hier jetzt den Arzt? Ach, da ist er. Hallo, Dude. Dann will ich dich gleich mal untersuchen. Die Zeit eines Chirurgen ist knapp. Ja, heile mich. Sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Gesundheit wiederherstellen. Aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Dein Ventilator ist kaputt. Wie er mich nur anguckt. Sie sind geheilt. Hast du sonst noch Beschwerden? Strahlung habe ich jetzt nicht so wirklich viel. Abhängig bin ich, glaube ich, auch nicht. Oh. Apropos abhängig. Kann ich einfach wieder gehen, ja. Da. Naja, gut, ich bin abhängig. Komm, reden wir. Doc. Trödel nicht rum. Wenn du untersucht werden willst, dann los. Ja, will ich. Heile mich. Ja. Sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Ich bin abhängig. Keine wilden Partys oder sowas in der Art. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Hallo? Hier, da. Ich sehe das doch, das rote Ding. Strahlung heilen, ja gut, dann. Ja. Sonst keine Tschüss. Beschwerden.
Was immer es ist, ich will nicht. Na gut, gehen wir raus. Eine Sache müssen wir machen. Wir müssen irgendwie zu unserem Haus zurückkehren, weil wir keine Munition mehr haben. Wichtig ist, dass ich erstmal geheilt bin, der Rest kann warten. Übrigens, der Pip-Boy, kann ich so halten, das Spiel läuft währenddessen weiter. Das heißt, wenn ich Probleme habe, kann ich nicht einfach hier reingehen und mich dann einen Keks freuen und überlegen. Ist halt alles ein bisschen schwerer geworden, muss man dazu sagen. Ja, naja. So, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt nur einmal kurz quer durchs Land gelaufen und geguckt, und ob meine ganzen Basen noch heil sind. Mehr habe ich bisher nicht gemacht hier im VR-Modus. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht so geübt. Ich werde auch höchstwahrscheinlich Gegner nicht treffen. Wäre jetzt gedacht. Habe ich vorher schon nicht. Doch, ich habe vorher schon getroffen. So, und es regnet. Cool. Das heißt, das Schöne ist halt, ich kann jederzeit hier drauf zugreifen, ohne große Probleme. Gib mir mal die Karte. Wir sind jetzt hier Diamond City und wir wollen Richtung Norden gehen, ne? Da wollen wir nicht hin. Ich glaube, unsere Munition finden wir alle hier, ne? Im Starlight Drive-In. Kann ich das Ding markieren? Okay, Markierung ist platziert. So, wir müssen in die Richtung. Sehr schön. Ich muss sagen, ich habe es auch ganz gut getroffen, weil mich betrifft diese Sick Motion nicht. Und ich kann spielen, wie ich will. Ach du Scheiße, siehst du durchaus in VR. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen und gucken, wie der Sound ist. Weil der Regen könnte so zu laut sein. Oder ich stelle einfach den Regen leiser. Einstellungen, Audio. Reicht das, wenn ich das hier runterstelle? Ah, sehr schön. So ist der Regen nur dezent da. Wie gesagt, Feineinstellungen muss ich noch machen, aber es fragt sich halt, ob wir das so weiter spielen wollen. Ich find's ganz lustig, in die Season rumzulaufen. Das wirkt alles so, als wäre ich tiefer in der Welt drinne. So. Dann gucken wir mal, ob wir überleben werden. Ich möchte nicht sterben. Und irgendwas, das ist doch nicht wahr. Was ist denn das? Das ist bestimmt irgendwie so ein Katzenhaar oder so, das mich die ganze Zeit kitzelt. Das ist Mr. Flauschig, der hinter mir steht und mich verarscht. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht zu viel AP verschwenden beim Laufen, weswegen ich ein bisschen langsamer laufen sollte. Also nicht so schnell. So, bei der Brücke waren wir schon mal, ne? Was ist denn das, ey? Ich pack mir da gleich irgendwie ein Tuch hin. Oder ein Kaktus. Dann kann ich mich jedes Mal kratzen. So, wir wissen, dass hier auf dem Schiff Raider sind. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir durchgehen. Ich kann auch springen. Springen fühlt sich ein bisschen komisch an in VR, muss ich sagen. Ah, hier könnte ich runtergehen, um sie überraschen. Ich will aber auch nicht sofort sterben, weswegen wir uns hier erstmal dran vorbeischleichen. Ich möchte einfach nur erstmal zum Starlight Drive-In und mich erstmal neu ausrüsten. Sehr schön. Hier sind wir schon mal dran vorbeigekommen. Und ich würde sagen, dann machen wir uns langsam auf zu Vault 81. Da, war das 81? Ich glaube schon. Da wollten wir ohnehin hin. Hundi geht's auch gut. Aha. So, ich kann jetzt jederzeit hier drauf zugreifen und gucken. Ich habe aber das Gefühl, dass der Pip-Boy ein bisschen laggt, weil ich aufnehme. Vorher war das sonst immer ein bisschen flüssiger. Wie weit sind wir denn entfernt? Oh Gott. Da müssen wir hin, ne? Also noch eine richtige Ecke. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Kennen wir den Ort? Cambridge? Wollen wir hier einfach mal reingehen? Ah, hier waren wir noch nicht. Verbindungshaus 115.
Okay, ich habe ja noch ein bisschen Munition, ne? Na ja, gut. Gehen wir einfach mal rein. Oh nein. Supermutanten. Ah, Supermutanten. Kacke. Könnt ihr hier richtig aufs Maul kriegen. Munition. Gib mir Munition. Ich will kein Geld. Munition, Mann. Wird doch so drauf gehen. Aha, Klammern. Abstergo-Putzmittel kann man immer gebrauchen. Übrigens, kann ich es in die Hand nehmen? Und irgendwo hinwerfen. Das finde ich ganz lustig. Ich glaube, das ist immer das lustigste Feature in Spielen, Sachen einfach durch die Gegend zu werfen. Okay. Kronkorken. Dreck. Da ist nichts. Okay, ich muss aufpassen, nicht gegen mein Mikro zu kommen. Die Leute sind sowieso schon zu nah dran. Hups. So. Okay, da liegt einer. Übrigens kann man Fallout VR auch in Bewegung spielen. Das heißt, ich könnte jetzt aufstehen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so klein. Warte, ich stehe mal kurz auf. Und dann gucken wir mal, wie das ist im Stehen. Das wirkt ganz anders, ja. Aber ich will jetzt nicht die ganze Folge lang stehen. Außerdem seht ihr mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Okay. So. Da bin ich. Ja. Das heißt, ich könnte mich hier auch frei bewegen. In diesem Raum, in dem ich hier gerade sitze. Also in diesem realen Raum. Und könnte das Ding spielen. Immer einer, guck. Das war einfach. So, ein bisschen näher ran wieder. So. War's das? Nur der eine? Das nehme ich mit. Essen nehme ich gerne mit. Ich höre irgendwelche Stimmen. Ist das ein Radio? Ich hoffe doch. Was ist denn nur los? Deswegen oder was? Winterized Mr. Gatsby Modell. Okay. Hey! Verdammt nochmal, ja. Nehme ich mit. Geil. Postkarte Alaska. Verdammt nochmal, ja. Geil. Warum nicht? Und ich sehe hier Schrotpatronen. 5 mm. Es bringt mich nicht weiter. Es geht ja auf jeden Fall noch höher. Da müssen wir aufpassen. Und vor allem müssen wir hier aufpassen. Ach. Cool. So, mein Mikro ist immer noch da. Okay. Der Typ. Der sitzt auf ziemlich vielen Minen. Ja. Ich will doch nur den Kopf treffen, Mann. Denn da am besten?
Wieso heißt der Deadeye? War er vielleicht nett? Vielleicht ist einfach nur blind. Da sehe ich eine Mine. Hier waren wir ja recht sicher, ne? Da ist eine Mine. Puh. Da ist eine Mine. Da ist eine Mine. Und die kann ich dich da eigentlich hinschicken und du jagst sie in die Luft? Psst. Schnappstier. Los, Schnappstier. Ja. Okay, hat sie. Okay, da ist keine Mine. Untersuche Deadeye. Nee, ich glaube nicht. Er hat sie gar nicht geklaut, er hat sie nur entschärft. Wie hat er die Mine entschärft? Ist das ein Minenentschärfungshund oder was? Okay, jetzt vorsichtig. Supermutantenhelm. Okay, Radio erstmal aus. Was haben wir da? Pistolen und Patronen. Schusswaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Geil. Wer hattest du nicht? Ein Vorschlaghammer? Er hat den Vorschlaghammer wie zum... Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Okay. Was zum Teufel wollte er mit dem Vorschlaghammer machen? Auf mich zulaufen und sterben? Ja, Munition. Eckler und Koch MP510 A5. Okay. Mal, ne? Inventar. Ach so, das ist die mit den 10 mm. Okay. Ein bisschen können wir noch tragen, alles gut. Fusionszellen, Leuchtfeuerfackel. Was zum... Okay, Exit. Ich hätte am liebsten gerne jetzt ein Bett. Weil wir sind weit gekommen. Das wär's. Ich will gar nicht wissen, ob hier noch mehr Minen sind. Oder ob sie nur um ihn herum waren. Oh Gottes Willen. Hier geht's gut, ja? Na gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch, aber nicht von der Seite, sondern von der Rückseite aus. Hat er hier alleine gelebt? Oder ist hier noch jemand? Ah, ich hätte ihn auch von oben erschießen können. Eine Rüstungswerkbank. So, poliert, modifizieren, gestärkt. Na gut, kann ich nichts machen. Nein, ich will es noch nicht verlassen. Umbenennen. Konnte man nicht Sachen auch auseinanderbauen? Verwerfen. Ah, okay, abbrechen. Das heißt, das hier kann ich verwerten. Achso, verwerten, ah.
Ich habe verwerfen gelesen. Ah, okay. So, sehr schön. Mit Taschen, mit Taschen. Rechter Arm hätte ich auch ehrlich gesagt gern mit Taschen. Aber gibt es anscheinend nicht. Naja. So. Theoretisch können wir jetzt die Chameleon eigentlich anziehen, ne? Weil ich meine, ob ich jetzt unsichtbar werde oder nicht. Sonst stört das nicht. Ich will raus hier. Danke. Okay, pass auf. Kleidung. Okay, ja, cool. Okay, das ziehen wir schon mal nicht an. Das ziehen wir schon mal nicht an. Wissen wir Bescheid. Wieso hat er hier alleine gelebt? Ach, Dogmeat, ey. Mach doch keinen Scheiß. Teddybären? Was zum... Ich meine ja, warum nicht? Ach, guck mal, da spiegeln sich die Wolken wieder. Tolle Wolken. Von hier kamen wir gerade, oder? Ja, von hier kamen wir. Okay, ich glaube, hier ist niemand mehr. Und wenn? Dann höchstwahrscheinlich nur Tote. Das nehme ich mal mit. Hier ist jetzt nichts, ne? Okay, wuch, eine Tür. Ach, Mann, der Hund macht zu viel Lärm. Geilo. Schön. Ich finde das hier ein bisschen... Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Junge. War doch nicht so ein Krach. Ein paar Kronkorken. Nehme ich auch noch mit. Ja, da ist nichts mehr, ne? Ja gut, dann bauen wir jetzt ab. Ah, hier ist die Treppe, die nach oben führte. Hier waren wir überall schon drinnen, ne? Waren wir hier schon? Oh, Kristall. Telefon. Kronkorken. Na, scheiße. 98 Haarklammern nur noch. Oh mein Gott. Kaum spiele ich VR, neigen sich die Haarklammern zum Ende. So, Munition ohne Ende. Wie viel kann ich denn noch tragen? Okay, 50 geht noch. Ja, gut, dann... Nimm mit, nimm mit, nimm mit. Aber somit haben wir jetzt wieder ordentlich Munition, ne? Gucken wir mal. 48, 17... 35. Naja. Moment, dicke Wumme hier. Gut, was haben wir denn hier? Vorstandsterminal. Ah, übrigens, das finde ich auch ganz cool, dass das so eingeblendet wird und das ist halt wirklich fixiert. Finde ich nice. Okay. Was haben wir denn hier so schönes? Da haben wir irgendeinen Scheiß. Da haben wir einen Scheiß. Da haben wir einen Scheiß. Eigentlich kann ich sogar näher ran. Es sei denn, mein Mikrofon ist im Weg. So, okay. Für die Blinden, die können immer näher rangehen. Finde ich faszinierend. Da ist noch einer.
Da, da. Ja, wir haben schon ziemlich viel entfernt. Wie viele Wörter haben wir noch? Eins, zwei. Noch zu viele. Eins, zwei zu viele. Zwei sind für mich zu viele. Okay, Horde. Für die Horde. Für die Horde schon mal schlecht. Lava? Paper? Ja, Paper war es. Ups. Ups. Memo für Rede. Wir freuen uns sehr, dass ein ausgezeichneter Kriegsheld wie Nate eine Rede in Concord hält. Wir sollten versuchen, ihn auch hierher zu holen. Das zieht immer Leute an und bringt Gelder. Ein Kriegsheld Nate? Wer ist Nate? Veranstaltung. Aha. Aha. Verleihung der Ehrenmedaillen haben sie wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Wann war das? War das September 2077 oder... War das Ende... Nee, das war Halloween, ne? Oktober. Das heißt, die Verleihung der Ehrenmedaille haben sie noch hinbekommen, aber Geschichte des Mr. Guzzi haben sie nicht mehr hinbekommen. Okay. Ja, haben wir hier noch Save? Was aktivieren? Ja, gut, okay. War jetzt kein so schweres Schloss. Und Turmsteuerung? Aktivieren? Das heißt, ich hätte ihn auch mit dem Turm umbringen können, ja? Ja, das ist eine niedliche kleine Waffe. Ohne Visier, perfekt. Ist das Visier nicht so im Weg, wenn ich ziele? Wenn ich ziele. So, ich halte am besten mal die Waffe so, dann stört sie nicht so. Ja, gut, so stört sie auch nicht, wenn wir sie runterhalten. Aber es ist cooler, dann bin ich immer so angriffsbereit. Muss in die Richtung gucken, ne? Kurz gucken, wo ist mein Mikro? Ist direkt vor mir, perfekt. Gut, wir haben zwar kein Bett bekommen, aber ordentlich Munition. Scheiße. Nein, nicht jetzt. Fuck! Es ist doch nicht dein Ernst! Oh. Wisst ihr, Freunde? Ich finde es persönlich scheiße. Wo ist mein Mikro? Da. Dass es hier kein Bett gibt. So. Wir ducken uns jetzt. Und hoffen einfach, dass sie dieses Mal nicht da sind. Und wenn sie da sind, dann versuche ich einfach zu laufen. Versuche einfach so schnell wie es geht zu laufen. Was laufen denn hier Supermutanten durch die Gegend? Psst! Fuck! Lauf! Lauf, Hund! Lauf! Brett. Das Polizeirevier, da ist ein Bett. Und vielleicht Hilfe. Komm schon, seid bitte noch da. Ja. Oh. Ei. Ich brauche nur kurz ein Bett. Wo habt ihr hier eure Betten? Den nehme ich auch. Bin sehr froh, dass ich in diese Richtung gelaufen bin. Tut mir leid wegen den anderen. Was? Warum bist du mir gegenüber so nachsichtig? Ich bin erst seit kurzem bei der Bruderschaft. Früher war ich wie du. Allein unterwegs. Deshalb weiß ich, wie es ist, wenn einem jeder, dem man begegnet, eine Waffe ins Gesicht hält. Auch wenn es nicht so aussieht, ist Dance doch ein guter Kerl. Er ist eben Soldat. Protokoll ist sein täglich Brot. Und Rice? Naja, sagen wir es einfach so. Er ist sturer als jeder Brahmin. Aber weißt du was? Ich würde ihnen beiden mein Leben anvertrauen, weil sie gute Menschen sind. Und so etwas findet man heute nur noch selten.
Oh, danke. Oh mein Gott. So. Hundi ist übrigens jetzt weg. Er kann uns nicht mehr im Weg stehen. Also was Positives, oder? Das ist doch was Positives. Armes Hundi. Mein Minenentschärfungshundi. Was zum Teufel, egal. So, ihr Schmarotzer, wo seid ihr? Ich will Rache für meinen Hund. Das Geräusch da, was das sein? Da. Kleine Kackbratze, du. Komm näher. Komm näher und ich verpasse dir eine. Ich glaube nicht, dass ich von hier hinten aus treffe. Guckt sie euch an. Sehr schön. Ups, ich hätte mich nicht bewegen dürfen, ne? Das ist cool. Aber wo kommt ihr überhaupt her, ey? Ganz ehrlich. Ups. Was ist das denn? Molotow-Cocktail. Wollen wir mal gucken, wie es aussieht, einen Molotow-Cocktail zu werfen? SD6, das ist neu. Cool. Molotow-Cocktail. So, ihr müsst kurz gucken, wo mein Mikro ist. Ich will mein Mikro nicht abwerfen. So, positioniere ich mich so hin. Kann ich mich hier jederzeit wieder umdrehen, ne? Okay. Positioniere mich so hin und versuche zu werfen. Ja, scheiße, Mann. Was soll denn das? Aber auf jeden Fall ist das dieser Trigger hier unten. Der hier. Und den muss ich halt loslassen. Ist echt nicht einfach. Warum kannst du auch nicht so weit werfen? Wie weit soll ich ihn werfen können? Okay. So müssen wir mit Splitt. Achso, das ist eine Mine, ne? Splittergranate. Granaten werfen ist echt. Also weit ist das nicht. Ganz, wie sollst du denn bitte sehr Granaten werfen? Komm, das will ich. Einmal noch. Es muss ja wohl möglich sein. Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin immer noch hier. Okay. Wir versuchen zu lernen, wie man Granaten wirft. Es wäre leichter, wenn ich diesen Trigger hier halten müsste dafür. Guckt ihn euch an. Kommen Sie näher, mein Freund, kommen Sie näher. Stell dich mal hier so hin. Das ist sehr schön. Sehr gute Position. Okay. Cocktail. Das Problem ist, hier muss ich halt festhalten und ich kann halt nicht gleichzeitig
den Controller festhalten. Ich muss den Controller quasi loslassen, um die Granate zu werfen. Ey, das ist halt nicht wirklich weit. Ich drück nichts. Tschüss, Munition. War mir eine Freude, dich besessen zu haben. Ich habe halt versucht, den hier noch festzuhalten, nebenbei. Wegen Sicherungsmaßnahmen. Okay, pass auf. Was ist, wenn wir in die Option gehen? So, Einstellungen. Gibt's hier irgendwas? Granaten, Rotationswinkel. Wollen wir es mit Granaten oder so? Gameplay. Nö. Also das hier geht. Die kann ich ja irgendwo platzieren und kann ich mich einen Keks freuen, ne? Hier. Granaten für euch alle. Huhu, huhu. Wenn ich jetzt eine Granate werfen muss. Ganz ehrlich, da kann ich gleich in den Nahkampf gehen. Hier, da. Tschüss. Na gut, spielen wir weiter. Das mit den Granaten werfen? Ich weiß nicht, fehlt es mir da an Stärke oder so? Hat einer von euch das mal in VR gespielt? Weil ganz ehrlich, diese 5 Meter, die ich dann die Granate werfe, was bringt mir das? Gar nichts. Aber man kann Granaten doch anders benutzen, indem man sich anschleicht und sie denen in die Tasche steckt. Vielleicht werden wir es so nutzen, keine Ahnung. Bin ich ein bisschen... Meh. Aber ich google mal. Ich google mal und guck, was Google sagt, weil so wirklich weite... Jedes Mal neues Wetter. Haben wir jetzt nicht geworfen. Na gut, laufen wir wieder hin. Oh, ihr kleinen Kackbratzis. Guckt euch an, wie geil das Nachladen ist, ey. Ja, Molotov-Cocktail brauche ich auch gar nicht mitnehmen, wenn ich es nicht werfen kann. So, hier waren aber noch mehr, ne? Wie viel Munition habe ich noch? Ach, mehr als genug. Wo sind die anderen kleinen Kacklappen? Komm her! Komm raus spielen! Ah, hier wäre der Hinterausgang. Vielleicht wäre es auch cleverer gewesen, da rauszugehen. Aber jetzt habe ich gespeichert, jetzt alles gut. Hier hatten sich doch auch welche versteckt, oder? Holy shit! Alter, da kam er mir entgegen! Oh. Ich hab doch gerade irgendwas laufen hören, oder? Oder vielleicht war ich das einfach nur. So. Was zur Hölle ist das? Ich weiß nicht, ich will ehrlich gesagt nicht so viel erforschen, weil irgendwo habe ich das Gefühl, dass ich sterben werde. Ich hab das nicht auf der Karte, ne?
SIT? Rotunde? Kommt mir das bekannt vor oder kommt mir das nicht bekannt vor? Irgend so ein Mittelding. Nee. Roboter? Ah, hier kommen wir später zu einer Quest hin. Deswegen, ich gehe hier einfach mal raus. Nö. Ich meine, wozu soll ich hier rumlaufen, wenn ich eh nochmal herkomme? Ich kann mich erinnern, dass das die Main Quest war. Deswegen da auch die Hans Dieters sind. Oh, guck mal, der Schatten. Hui, hui, hui. Schön. Cool. Musste die Welt erstmal noch laden. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ich meine, so krass viel Munition habe ich ja nicht, ne? Wir sollten uns immer noch dahin bewegen, wo wir hin wollten. Habe ich keine Kartenmarkierung gemacht? Ah, Light Drive-In. Okay. Und ich würde sagen, ich gehe noch mal kurz ins Polizeirevier unterschlafen, ne? Weil, ich meine, im Endeffekt ist es ja hier auf unserem Weg. Und sollte ich sterben, muss ich die Supermutanten nicht noch mal bezwingen. So viel Munition habe ich auch nicht. Ja gut, das ist alles jetzt 10 mm, ne? Ich musste eine verdammt große Menge 10 mm mitnehmen. Weil das Ding haut das Zeug raus, ey. Ohne Ende. So, wie spät ist das? Okay. Ich will... Aus. Ich wollte nur auf die Uhr gucken. Im Spiel fehlt es irgendwie an der Uhr. Eine Uhr hätte ich gerne. In jedem Spiel, in jedem VR-Spiel hätte ich gerne eine Uhr. Einfach nur, damit ich weiß, wie spät es ist. Weil ihr seht, es ist jetzt mittlerweile schon 17 Uhr. Ne? Also... Pünktlich kommt die Folge höchstwahrscheinlich nicht. Angefangen habe ich übrigens um 16 Uhr. Falls ihr euch das fragt. Naja, besser spät als nie. So. Begeben wir uns mal zum Punkt. Da könnt ihr auch sehen, wie meine Basis aussieht. Die Ghule haben wir alle getötet hier, ne? Oh, eine Goldhube. Ne, das ist leer. Gut, dann war ich hier schon mal. Na gut. Gehen wir weiter. Okay, zum Glück war der Ghoul da. Sonst hätte ich ein Problem gehabt. Oh. Oh. Keine Mine mehr hier? Okay. Sehr schön. Der Ghoul hat mich gewarnt. Geh nicht weiter! Da sind Minen! Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn einfach getötet. Bin schon so ein Arschloch. Wer bist du? Verdammt. Oh, da wird gekämpft. Hier helfe ich mal mit. Wer sind die Bösen? Minuteman? Also bist du der Böse, ja? Okay, zu spät. Aber den Loot, den nehme ich natürlich sehr gerne. Oh, billiger Raider. Wie viel kann ich noch tragen? Ah, gut, kann ich mitnehmen. Stimmt, wir wollten ja bei uns in der
Basis Werkbänke bauen, ne? Vielleicht können wir das mittlerweile machen. Ja, nehmen wir. Weißt du was? Eigentlich kann ich alles auseinandernehmen. Nehmen wir alles mit. Wenn wir schon auf dem Weg zur Basis sind. Nö! Ah, ich weiß jetzt, wo wir sind. Hier, die ganze Maschinerie haben wir auseinandergebaut. Haben wir fertig gemacht, die Jungs. Aber ich bin dennoch vorsichtig. Viel Leben habe ich auch nicht mehr. Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja, ich bin gleich da, ja. Ob noch jemand zu Hause ist? Oh, hier ist eine Tür. Apotheke, das klingt richtig gut. Das ist eine recht armselige Apotheke. Oh, guck mal, wie sie sich noch bewegt. Ganz dezent. Ja gut, das war's auch schon. Ja, ich meine, was willst du machen? Apotheken sind natürlich die ersten Sachen, die geplündert werden, ne? Also braucht man sich eigentlich keine Hoffnung zu machen, irgendwas zu finden. Aber wir haben ein bisschen was gefunden. Was auch schon ziemlich faszinierend ist nach der ganzen Zeit. Ich bekomme hier langsam Kopfschmerzen. Was ist denn los? Mal ganz kurz. Ah. Den Griff lockern. So. Na gut, wo sind wir? Dahin müssen wir. Ah, wir sind jetzt hier bei dem Typ auf dem Dach, ne? Da oben war irgendwo dieser Mister, ich mach dich fertig. Mit seinem Anzug. Mit seiner Powerrüstung. Das heißt, wir sind. Ah, hier ist der Super-Duper-Markt. Ja, nice. Ja, schön für dich, dass das der Super-Duper-Markt ist, aber das willst du gar nicht wissen. Okay, wir sind zu Hause. Von hier aus bereiten wir uns vor für den nächsten Zug. Streifzug natürlich, ne? Ich hab gerade irgendwas gehört. Hundemäßig bin ich noch auf der Spur, ja. Er ist bei zu Hause, Leute. Wir haben das zu Hause erreicht. Aber hier lungern meistens noch irgendwelche Tierchen rum. Da in der Ecke lungern die meistens rum und warten auf mich. Bis ich denke, oh, ich bin in Sicherheit. Und dann kommen sie an und töten mich. Okay, diesmal nichts. Und als ich alles vorbereitet habe für die VR-Version, musste ich ja hierher laufen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und genau an der Stelle waren Hunde, da war alles Mögliche. Die haben auf mich gewartet. Die haben einfach auf mich gewartet und dachten sich, nö. Wir lassen das jetzt nicht zu. Okay. Herzlich willkommen im Starlight Drive-In. Und ich zeige euch jetzt mal den Baumodus. Der ist eigentlich, Er ist nicht kompliziert. Er ist eigentlich ganz cool. Eigentlich. So. Ich hab nicht mal Holz am Start. Was macht ihr eigentlich da den ganzen Tag, sag mal? Ich dachte, ihr sammelt Ressourcen. Ja gut. Habe ich irgendwas, was ich platzieren könnte? Hier, da. Also, er ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht so schlimm. Aber es geht halt einfach mit Controller leichter. Hey, Dude? Naja, gut. Packen wir erstmal unseren Müll weg.
So. Transfer. Hallo? Hallo? Gesamten Schrottladen, ne? Und dann gucken wir mal. Munition. Wir brauchen auf jeden Fall die hier nicht. Die hier auch nicht. Packen wir die mal weg. So. Gucken wir mal. Oh, ich muss was trinken. Die Stimme haut langsam ab. Ah. Schon besser. Na geil. Hey, wie bin ich jetzt? Okay, wir haben dabei Waffen. Ja gut, hier können wir eigentlich mal ein bisschen was wegpacken, ne? Hier. Impulsmine, Kronkorkenmine, Molotow-Cocktail kann ich wegpacken, ganz ehrlich. Hat keinen Sinn. Eiskalt, eine Machete. Die ist aber klein. Ist ja süß. Ja, aber Angriffe blocken. Ich weiß gar nicht, wie man den VR blockt. Einfach so machen oder was? Keine Ahnung, packen wir rein. Ganz ehrlich, müssen wir nicht so viel rumschleppen. So, nein, nein, ich möchte nicht alles mitnehmen, danke. Wir brauchen 9mm Parabellum, 10mm und 308er Munition. Und die 45er, ja, klar, logisch. Okay, weiß ich Bescheid. Dann, so kompliziert mit dieser Steuerung. Munition. Was war das? 108er. Aber nicht Lapula. Round. Davon habe ich wirklich nicht viele. Ja, ich meine, so viel Munition brauche ich eh nicht davon. Wie oft verwende ich diese Waffe? Hallo? Ich will genau 30. Ja gut, dann gib mir 31. Ach du Scheiße, habe ich wenig 10mm Patronen. Oh Gott. Habe ich 9mm Parallelbum? Ja, wie viel habe ich dabei? 23. Was sagt mein Gewicht? Ja gut, das Gewicht ist jetzt nicht so essentiell. Nach oben gestiegen, nein. Auf die andere Seite. Und da gucken wir mal nach... Ich will nicht alles mitnehmen. Ich will in die andere Richtung. Visionskern. 99 habe ich gerade mal. Die gehen so schnell, der. Naja, gut. Na gut, ich habe die Fusionskerne dabei. Ich möchte nicht alles mitnehmen. So. So viel dazu. Wenn ich jetzt noch eine Werkbank bekäme, das wäre richtig geil. Wieso arbeitet hier keiner dran? Ich meine, ich fühle mich so verarscht von diesen Leuten. Ganz ehrlich. Nichts können die. Ich hätte gerne... Licht ist richtig schön. Ne, ich wollte Werkbank haben, ne? Läden. Ich habe natürlich kein Holz. Ich brauche verdammte 5 Holz dafür. Marktstand. Oh, verschiedene. Oh, eine Klinik. Aber ich wette, ich kann mich da nicht heilen lassen. Herstellung. Ich hätte gerne... Ah, ich habe noch eine Kochstation am Start. Cool. Laborstation. Fehlt mir natürlich... Oh, fehlt mir Holz. Ich fasse das nicht. Ja, dann nehme ich den Scheiß und dann verwerte ich den. Ganz ehrlich. Hier, ja, verwerten. Rüstungswerkbank. Ist doch genau das, was wir wollten. Ach, dafür brauche ich kein Holz. Wollt ihr mir das damit sagen?
Geh da aus dem Weg, Mann! Ich will nur mit Scheiß bauen. So, Umschalten. Was ist denn das Umschalten? Achso, freie Bewegung. Okay. Dann packen wir die Werkbank hier so hin. Ich bin glücklich. Okay. Das meine ich damit, dass das Bauen sehr umständlich ist. Okay. Oh nein. Eine Waffenwerkbank? Ich wollte so eine Rüstungswerkbank hier hinpacken. Warum? Eine Waffenwerkbank habe ich da hingepackt. Ich drehe durch. Waffenwerkbank. Wieso kann ich nicht lesen? Nicht einlagern. Bewerten, so. Ich drehe hier noch durch. Das war bestimmt die Steuerung, die das so verkackt hat, nicht ich. Na, ich will nicht doch eine Waffenwerkbank bauen. Einfach nur den Scheiß. Hier rum ist das eigentlich so rum, ne? Einfach hier irgendwo platzieren. So, ich bin glücklich, verzieht euch. Ich hab meinen Scheiß gebaut. Alle sind zufrieden. Fertig. So, herstellen. Und dann möchte ich nämlich verwerten. Leder. Ja, ganz ehrlich, bevor ich... Dieser Gegenstand, kann ich wiederverwertet werden? Warum nicht? Ich hatte doch viel mehr Sachen. Das Spiel verarscht mich. Ich will das nicht mitnehmen, lass mich in Ruhe. Kleidung. Na, ich hab Gurtzeug, Sackkapuze hier. Oh, komm. Weg mit dem Dreck. Weg mit dem Dreck. So. Würde ich. Ich bin nicht zufrieden, aber ich bin fertig. Sagen wir es so. Ganz einfach. Wir gehen jetzt schlafen. Und dann gehen wir weiter. Oh, was für ein Theater. Guck mal, da kommt ein Händler. Hast du Holz am Start, Fräuchen? Hast du Holz am Start? Ja. Wo ist dein Herr und Meister? Mein Mikro noch hier? Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Mein Mikro ist da, okay. Ja, ihr müsst mich verstanden haben. Zwar nicht so laut, aber... Naja. Ja, ich bin erstmal komplett weggedreht. Wo ist denn dein Händlerfreund? Hallo, Händlerfreund. Das ist meine Antenne. Da, hast du Holz? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Ja, das ist mein Versorger. Das ist überhaupt kein Händler gewesen. Na gut. So, wo wollen wir hin? Das ist hier die Frage. Wir haben ja hier noch Sunshine Tidings Cooperations. Ich will auch nicht zu weit weggehen. Und wir hier? Trainingsgelände der Nationalgarde. Oder wir gucken nach einer Quest vielleicht. Ups. Also kann man auch natürlich pausieren und dann hier reingehen und... Wie unfair ist das denn? Man kann den Watz-Modus nicht benutzen, wenn man... man kann den Watz-Modus... man kann den Bip-Boy nicht benutzen im Watz-Modus. Was ist das denn für eine Kacke? Wassermarsch. Die verschollene Patrouille. Ja, komm. Gehen wir dahin. Untersuchen wir den Fall der verschollenen Patrouille. Könnt ihr jetzt den Speicherstand laden, um die 15 Munition oder was, die ich gerade rausgeholt habe. Warte, wir hatten 99, ne? Jetzt haben wir noch 87.
Alter Schwede, nee, 97. Okay. Ich habe 2 Munition verschwendet. Das glaube ich jetzt nicht. War ja locker doppelt so viel. Ich sehe übrigens gar nichts. Der Nebel tut sein Bestes zu verhindern. So, hat das Wasser drinne. Nice. Aber ich bin hungrig. Vielleicht sollte ich was essen. So. Okay, das waren wirklich 2 Munition. Okay. Essen wir das? Essen wir das? Wie sieht's aus? Ja, gut. Zumindest geht das schneller als im normalen Spiel, das Essen. Guck mal, da brennt Licht. Oh, gehen wir da mal vorbei. Wenn ich einen Gegner sehe, dann bin ich sowieso tot. Weil ich so, ich erkenne gar nichts. Ich sehe da hinten die Silhouette der Stadt, ja. Ich sehe den Mond, den ich zuvor noch nie gesehen habe. Wie fucking groß ist der denn hier? Okay, wir sind auf jeden Fall nicht auf der Erde. Guckt euch das mal, wie groß der ist. Der ist 5-mal so groß. Ach, Mystic Pines. Ah, Mystic Pines. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich habe mehrere Aufträge gerade aktiv. Deswegen, ich dachte, ich kann sagen, wieso habe ich hier mehrere Aufträge aktiv? Wassermarsch kann weg. Oh. Dann wäre ich jetzt nämlich sonst nach Sanctuary gelaufen. Was uncool wäre. Ist das ein riesiger See? Ich glaube, das ist ein riesiger See. Wir haben da eine Brücke, da komme ich aber nicht rüber. Ich könnte schwimmen und mich zum Affen machen. Komm, ich mache mich mal zum Affen. Ich glaube, das Schwimmen ist hier nämlich wie in Skyrim. Nee, okay, es geht auch so, aber... Hä? Er wollte mich doch verarschen. Auch die Arme gar nicht bewegen. Hä? Was? Hilfe! Scheiße, Mann. Scheiße, was habe ich gemacht? Oh nein, ey. Oh. Right away. Schon wieder hungrig. Ich hätte niemals durch dieses Wasser schwimmen sollen. Bewegt sich das noch? Ich glaube schon. Wenn jetzt irgendwas ankommt, ne, ich bin tot. Guckt euch mein Leben an. Ist nur ein Rabe, alles gut. Ich hoffe immer noch in die richtige Richtung. Ich glaube, jetzt kann ich mir auch dann... Scheiß Raben. Kann ich mir langsam ein Stimpack reinziehen. Okay, nochmal gehe ich nicht durchs Wasser. Nee, wenn ich mich da einmal ducke, trinke ich ja. Warte, Moment, sind wir hier nicht in... Ach, hier ist das Taffington Boatshaus. Ah, cool. Ich habe jetzt leider keine Kristalle dabei. Sonst hätte ich hier auch
so ein Ding ins Kirchens aufbauen können. Guck mal, hier ist mein anderes Haus. Der Boden sieht ja so seltsam aus. Der ist voll verschwommen. Ah, okay. Jetzt ist er normal. Sweet Home. Nee, hier hatte ich nichts aufgestellt. Aber wir können was trinken. Und essen. Soll ich mir noch einen Red Away reinziehen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Essen wir noch mal kurz was. Dadurch, dass wir einen Red Away reingezogen haben, ne, sind wir natürlich ziemlich am Arsch. Hier, yeah, genau. Steak. Schlammbohne habe ich noch. Weißt du, fühlt sich besser, bist aber immer noch hungrig. Also aber nicht so krass, ne? Da gibt's Schlimmeres. Jetzt trinke ich. Was zum Teufel? Egal. Funktioniert der Trick mit der Wasserpumpe nicht mehr? Keine Ahnung. Muss ich halt Wasser saufen. So. Ich muss in die Richtung, ne? Ach Gott. Waren wir da drinne oder sind wir daran vorbeigegangen? Ich glaube, wir sind daran vorbeigegangen, ne? Oh, ich hätte schlafen sollen. Oh mein Gott. Ich gehe zurück. Sag mal, ich will laufen. Hallo? Ich kann nicht mehr laufen. Okay. Fest hat nach den ganzen Jahren ihr Spiel immer noch nicht gefixt. Wieso habe ich zwei Wasserpumpen? Egal. Gehen wir kurz ins Bett. Vielleicht hilft das ja schon, wenn ich das hier kurz aktiviere. Und hier dann wieder rausgehe. Ich kann einfach nicht laufen. Wird mir einfach verwehrt. Oder wiege ich zu viel? Ich kann auch nicht zu viel wiegen. Da ist mein Bett. Schlafen unter freiem Himmel. Yeah. Ist zum Achso. Ich kann nicht mehr laufen. Ist das geil. Und was ist da jetzt? Ich bin hundertprozentig krank. Aber wenn da gleich steht, Infektion breitet sich aus, dann kotze ich. Ich bin extra von hier aus nach Diamond City gelaufen, habe mich da heilen lassen, nur um hierher zu kommen, in meinem schrottigen Bett zu schlafen und dann wieder krank zu werden, oder was? Ich kann nicht laufen. Naja, gehen wir so zu Fuß. Was soll's? Aber ich glaube, die Folge ist auch sowieso bald vorbei, wenn ich mal so auf die Uhr gucke. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal ganz kurz rein. Gucken uns die Stasi hier an und dann hauen wir wieder ab. Genau, hier waren ja diese Supermutanten-Dinger, da habe ich mich nicht reingetraut. Medford Memorial Hospital. Dann gehen wir da einfach mal rein. Oder waren wir da drin und da war dieser Fahrstuhl, den wir nicht nutzen konnten? Das kann auch sein. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal. Kannst du bitte sterben? Hui! Ich
Kann ja so tun, als würde ich nachladen. Wo sind die Schweine? Alter, ich kann richtig gut zielen. Ich brauche den Watz-Modus gar nicht. Puh. Da muss ich nur daran gewöhnen. Ja, gut. Meine Fresse, bin ich gut. Alter, ich höre überall Schritte. Aber ich habe leider nicht genug Munition, um mit dieser Waffe unendlich viel zu töten. Molotov-Cocktail kannst du behalten, Kleiner. Den brauche ich nicht. Vielleicht kann ich die Munition von dem hier ändern. Oh, Kuchen! Geil. Bei dieser Krankheit, ne? Ich brauche einen Arzt bei mir zu Hause. Hallo? Ist hier noch jemand? Ich weiß nicht, das sieht hier so leer aus. Eine Stimme habe ich noch gehört. Oh, Krocken. Nehme ich. Trinkglas kannst du behalten. Ich höre da einstampfen. Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratter. Falscher Knopf. Früher oder später, du müssen rauskommen. Naja, später. Battle Rifle. Wie ist jetzt passiert, oder? Ich hoffe doch. Cool. Oh, 10 mm, 20 Stück. Oh ja, gibt's ja alle her. Nice. Okay. Du kommen raus aus Versteck. Wieselige Menschen. Das ist verwirrend. Ich bin die Stimme von da hinten. Das Geräusch da. Was ist das? Woher willst du überhaupt wissen, dass ich ein Mensch bin? Ah? Hat dir auch niemand gesagt. Oh. Surprise? Ich bin's. Terminal. Verbessert? Das Teil knacke ich sicher nicht. Kacke. Nix kann ich. Hallo? Jemand da?
Ich glaube, der ist über uns. Wohl nichts gewesen. Ich was höre. Wo ist er? Oh Gott, ich duck mich nicht mehr. Surprise! Ich hab nachgeladen. Okay, ich höre keine Schritte mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Puh. Ich muss sagen, so mal, es macht echt Spaß, hier mit dem VR, mit der VR-Brille zu schleichen. Ah, guck mal, da ist ein Roboterfreund. Ich kann den jetzt schon mal aktivieren, weil ich glaube, wir sind hier später sowieso nochmal. Wegen einer Quest. Ich glaube, wir sind später wegen der Quest hier. Und bis dahin sind die nämlich wieder neu gespawnt. Und deswegen habe ich den First Aid. Ja, der wird mir aber nicht helfen können, ne? Soul ist kacke. Kann ich gleich von vorne machen. So, Desk. Null Treffer. Brauche irgendwas, wo ich schon mal ein paar Treffer habe. Und nicht die falschen Knöpfe drücke. Ein Treffer. Tire. Ich wette, hier ist irgendwo Fire. Oder Wife. Ja, Wolf kann es auch nicht sein, wenn es ein Treffer ist. Mace, ein Treffer. Dann ist das E. Zeit kann es auch nicht sein. Oder Size. Beides nicht. Nein, kann es auch nicht sein. Es ist nicht das E. Ah, dann war hier nämlich ein anderer Buchstabe richtig. Dann muss das hier... Ich weiß nicht, das I vielleicht oder das T. Das könnte alles sein. Aber das E ist es auf jeden Fall nicht. Weswegen wir keinen Namen mit E nehmen können. Ich brauche den nicht. Ah, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und wenn ihr Bock habt auf Fallout VR, schreibt es mir in die Kommentare. Oder wenn ihr mehr Bock habt auf das normale Fallout ohne VR, dann schreibt es mir doch auch in die Kommentare. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wo führt das hin? Tür des OP-Saals. Oh gut, da kommen wir nicht hin. Dann kommen wir halt eines Tages zurück. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der letzte Kampf gefallen, der nämlich... echt spektakulär war. Und oh, das ist noch Hundi. Ich hab gedacht, wir sind hier eigentlich fertig. So, ich gehe jetzt erstmal hier raus und dann beende ich die Folge, weil ich muss ja auch irgendwie mal schlafen vorher. Und dann gehen wir nächste Woche hier weiter rum, weil es anscheinend noch nicht zu Ende ist. Wir sehen uns nächste Woche, Leute. Tschüss. Ich bin da mal weg.